Ja, den Stand braucht man, glaube ich, nicht erklären. Es handelt sich um das österreichische Bundesheer. Auch dort kann man Karriere machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das geht von Lehrberufen, aber nicht Soldat, sind unter Anführungszeichen normale Lehrberufe, bis zum Soldaten dann selbst in verschiedenen Funktionen, in Mannschaftsfunktion bis zum Offizier. Was für Grundvoraussetzungen sollte man mitbringen? Was für eine Motivation sollte man haben, um beim Bundesheer arbeiten zu können? Man sollte teamfähig sein und gerne arbeiten, auch bei Gefahr bestehen können, auf jeden Fall österreichischer Staatsbürger sein und einen guten Leumund haben. Und was hat das Bundesheer einem zu bieten? Was, sage ich mal, sind so die Boni, was jemanden motiviert, beim Bundesheer zu beginnen? Das Bundesheer ist ein attraktiver Arbeitgeber und bietet eine Arbeit, die erstens einmal Spaß macht, abwechslungsreich ist, generell auch gut bezahlt ist und man kommt in ganz Österreich und wenn man es möchte, freiwillig auch in der Welt herum. Das klingt ja sehr interessant. Was gibt es denn bei euch hier am Stand alles zu sehen? Was kann man denn heute ausprobieren? Ich lade alle ein, dass sie vorbeischauen bei der Militärpolizei und beim Heerespersonalamt. Wir haben zum Beispiel Virtual Reality Brillen, wo Sie einen Hubschrauberflug miterleben können und ihr seht auch Ausrüstungen der Spezialeinheit Militärpolizei, auch Bewaffnung. Das klingt interessant. Am Stand hier vom Bundesheer ist eigentlich nicht zu übersehen. Dankeschön. Gerne, bis bald.